Willkommen zu einer Runde Bed Wars mit dem Taiko. Hi. Ich bin jetzt genickt, nicht wundern, ich habe keinen komischen Skin, bin auch nicht geisteskrank. Ich spiele auf Kudo. Ich muss mal gucken. Render Distance buggt bei mir, bei dir? Nicht, oder? Ja. Bei mir buggt das ein bisschen. Auf jeden Fall spielen wir mit dem Pack von Loomis, dem 10k Pack. Ich werde hier ein bisschen hart gecarried von seinen Bauern. Und nicht wundern, wieder, wie gesagt, ihr hört die Sounds, das sind die Abo-Sounds. Alles gut, alles Paletti. Das ist nämlich das 10k Loomis Pack. Und es steht auch in der Videobeschreibung, es wird erst bei 10k released. Also Leute, macht bei Loomis die 10k voll. Vielleicht kommt dann demnächst nochmal ein Video mit dem lieben Loomis, der hat es auf jeden Fall verdient, die 10k zu erreichen. So, und Taiko, falls ihr ihn kennt, der kam jetzt noch nicht auf meinem Kanal vor, ich kann da nicht viel zu sagen, sag mal, was du so machst. Ja, ich mache auch BW-Videos, aber ich glaube, man muss mich nicht... Ja, also ich kannte ihn zum Beispiel auch nicht davor, ist aber nicht böse gemeint, die waren ja, hier ein bisschen heftig. Und ja, jetzt ist er ein bisschen öfter auf dem TS, ich habe ihn mal spontan gefragt, weil ich und auch unter Zeitdruck wieder stehe, mal wieder, ihr kennt es von mir, weil ich heute auf den Weihnachtsmarkt gehe. Auf jeden Fall, ist das hier so eine Art Preview für das 10k-Pack. Loomis hat das ein paar YouTubern, soweit ich weiß, geschenkt. Oder was heißt geschenkt, geschickt. Und die können es halt vorstellen. Und da ich das eh noch nicht gemacht habe, werde ich das mit diesem Video hier machen. Mal gucken, ob wir vielleicht können wir sogar schon rüber. Hoffentlich hast du genug Blöcke mit. Ich habe fast 2 Stacks. Perfekt. Baue ich erstmal den One Stack ein bisschen ab. Oder nee, komm. So, hier, genau. Hier kannst du die Blöcke nehmen, 43 Stück hier. Einen negativen Punkt habe ich dann aber an dem Pack, nämlich halt einfach diese Hungerbalken. Also generell die GUI ein bisschen bearbeiten noch und die Pickaxe, die ist ein bisschen, also ich mag es nicht, wenn die so schief ist. Das ist mein Geschmack. Gibt ja auch natürlich auch Leute, die feiern das voll. Ich feiere es nicht. Die Spitzhacke, das Cobweb ist halt heftig. Also ich weiß nicht, ob es selbst gemacht ist. Wenn ja, oh mein Gott, Alter. Okay, ich bin jetzt noch alleine hier, aber ist egal, glaube ich. Ja, ich hatte hier halbe Pferd, ich wollte ihn suiciden. So, bauen wir uns mal drüber mit meinen krassen Skills, die nicht vorhanden sind. So, mal gucken, vielleicht kann ich hier noch den einen oder anderen Hit. Komm. Okay, sie haben mich jetzt tot geboxt. Mal gucken, aber gleich schaffen wir es, Leute, ich schwör's euch. Genau, also es wird jetzt auch nur die Runde sein, einfach ein kleines, schnelles Video. Taiko ist nämlich auch auf Revi gebannt gewesen. Also er wurde gebannt, circa am selben Tag, glaube ich. Ich wurde auch am Samstag gebannt. Samstag oder Sonntag, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich halt nicht entbannt. Dauert dann noch bis zum 26. Müsst ihr euch noch gedulden, Leute, aber ist schon nice. Vielleicht schaffen wir bis zum 26. auch die 8K. Das würde mich übel heftig freuen. Ich mache ja mittlerweile seit irgendwie 2 Wochen pro Tag 100 Abos. Ist halt schon heftig. Nochmal danke für den Support. Ich bedanke mich jedes Mal, aber es ist einfach nennenswert, sag ich mal. Und okay, er hat schon das Bett. Mal gucken. Ja, ich habe auch beide. Nice. Gut, das ging jetzt ein bisschen zu kurz, also habe ich mich dazu entschieden, mein Skin einfach, so ein Goldminer. Das ist das Skin. So geil aus. Ah, das sieht aus wie dieser eine Typ von A-Team, kennst du den? Dingens. Wie heißt der, Mr. T? Keine Ahnung. Mr. T. Leute, wenn ihr A-Team hier, okay. Wenn ihr euch da auskennt, Mr. T heißt er doch, oder? Grüße an dieser Stelle an Finn. Das ist auf jeden Fall ein mega cooler Typ. Feuerstein Sub, der hat mir nämlich Mr. T vorgestellt, sag ich mal, weil ich kenne A-Team selber nicht. Keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. Aber was ich sagen kann, Leute, ist nämlich, dass es bei Trap SG so eine A-Team-Kiste gibt. Und deshalb weiß ich das, weil bei Trap SG kann man auch diesen Kopf erhalten, die heißt A-Team-Kiste, die Kiste. Krasse Story. Ja, moin. Da komme ich übrigens auch auf Labby Mod 3 adden. Das haben jetzt sehr, sehr wenige erst gecheckt, dass ich da jeden annehme. Und in den Streams könnt ihr mir das auch senden. Ich nehme da immer an. Und die werden uns jetzt wegstompen. Wir sind tot. Safe. Ah ne, er hat verkackt. Ja, nee, der läuft einmal das an dir vorbei. Richtige Legende. Du hast noch Blöcke, ne? Ja, klar. Bau dich am besten hoch. Nice. Stevie? Oder Alex? Komm, Alex. Alter, nee. Ich lebe noch. Ich flieg halt genau den halben Block. Ich brauch die Blöcke. Nice. Nein! Ich wollte ihn so töten, aber irgendwie hat's nicht geklappt. Aber jetzt, Leute, jetzt schaffen wir's.
Ihr seht oben auch schon wieder meine Abo-Zahl. Also es gab eine Person in den Kommentaren, die hat gesagt, ich würde botten. Joa, ne? Wenn man sich mal meine Aufrufe verhältnismäßig... Ja, eben, also ich mache nach 1,5 Tagen, mache ich meistens so mehr Aufrufe als Abos. Ich habe jetzt nach 24 Stunden so schon irgendwie fast meine Abo-Zahl an Aufrufen auf einem Video. Und das ist einfach heftig, Leute. Nochmal da ein heftiges Danke. Es wird natürlich immer krasser mit den Aufrufen, ich weiß, und es werden noch immer mehr, aber jetzt verhältnismäßig zu meinen Abonnenten. Bei uns. Der Alex, der wird mich gleich zu pengen, der stompt nur. So. Ich baue das ja auch noch oben zu unserem Bett hin, jawohl. Ich bin runtergefallen, bitte nicht. Komm. Okay, gut. Der ist nicht gerade ernsthaft. Oh mein Gott, ist der drin. Ist er runtergefallen? Ja. Wow. Genau, also ihr könnt auch den Taiko abchecken. Machst du eigentlich aktiv Videos? Ich habe jetzt bei deinem Kanal nicht vorbeigeschaut. Ja, jetzt wieder halt, aber ich hatte eine kurze Pause. Ja, genau. Also schaut einfach bei Taiko vorbei. Ich habe zwar noch nie mit ihm geredet, noch einmal davor geredet, aber ich finde ihn eigentlich korrekt, so jetzt vom Dingens, ne? Auch wenn er 4 Bar und ein scheiß Internet hat. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal rein. Lass ein Like da, wenn es euch will. Ich muss nochmal machen. Ich hasse diesen Ladebildschirm. Kennst du das? Den Struggle? Wenn der Ladebildschirm deine scheiß Abmod gefickt hat und dann so, So, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, das ist mein echter Skin und lass ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Taiko vorbei. Danke nochmal für die Aufnahme und vielleicht sehen wir uns auf dem Weihnachtsmarkt nicht.